Da war ein Schwips-Leck. Was will ich eigentlich mit diesem Planeten? Das ist total unnütz. Naja. Das kostet sie Nerven. Und das reicht mir. Okay, die erste Flotte ist gleich endlich angekommen. Das sind hier nur zwei Heavy Drones. Oh ne, da ist noch einer. Okay, da sind ziemlich viele. Macht sie kaputt. Da geht fette Action ab, Alter. Das ist heftig. Was? Opteris. Wir kennen die Opteris ja noch gar nicht. Oder kennen wir die schon? Die Opteris kennen wir nicht, aber sie werden uns trotzdem schon angezeigt. Werden die schon bombardiert? Guck dir das an! Das war ein Schuss von... Ach du Scheiße, es ist göttlich. Bam! Alter, geht das ab. Ich freue mich, wenn der zweite da ist. Da kommt er gerade, da kommt er gerade. Weiter geht's hier. Oh. Ich vergesse erstmal schön was phrasen. Komm, mach ihn tot. Mach den Heavy Drone tot. Ich befehle es! What the fuck? Die dritte Flotte. Fleets. Question. Warum kann ich die nicht assignen? Das ist ein Bomber, das hier ist ein Heavy Bomber. Und ihr beide geht mal bombardieren. Auf jeden Fall auch für ein Super. Autsch! Ui! Wie der ganze Planet einfach unter Atombomben untergeht. Autsch, autsch. Boah, guckt euch das an. Das ist krass. So, Bombardement einstellen. Einstellen, einstellen, einstellen. Und dann... Dann, wo es vier... Die Space Marines müssen landen. Müssen alle einmal entfernt werden und dann... Heavy Bomber, Heavy Bomber und Heavy Bomber. Ihr seid die dritte Flotte. Die dritte Flotte geht Nachschub besorgen. Und die vierte Flotte kommt gerade rein. Okay, jetzt landen wir den Typen und dann haben wir das ja auch. Sehr gut. Wir wurden fast von einem Agenten ausgeraubt. Wir sind mit dem Handelsvertrag. Was wollen die eigentlich von mir? Ups. Oh, wir forschen gerade den Cruiser. Vielleicht soll ich, bevor ich den Cruiser mache, die Energiewaffen machen. Was geht hier so ab? Hat die erste Flotte es geschafft? Die erste Flotte hat es geschafft, sehr gut. Und das
Colony Ship ist unterwegs. Jetzt kommen die Supraumprojektoren ins Spiel. So. Und jetzt kann die erste Flotte wieder zurück. Erstmal geht sie auftanken. Die zweite Flotte zerstört jetzt erstmal die übrigen Warp-Projektoren. Ne, Subraum-Projektoren. Zerstören! Waren da gerade Gegner? Zurück. Aber wir müssen uns einmal um den Planeten hier kümmern. Ach, der gehört gar nicht uns. Wir müssen ihn erst kolonisieren. Das lohnt sich aber, glaube ich, gar nicht. Erstmal launche ich den wieder ein. Okay. Wir wollen unsere Grenzen öffnen. Die wollen ihre Grenzen öffnen und wir wollen unsere Grenzen öffnen. Das heißt, jetzt sind alle Grenzen offen und alle freuen sich und alle sind glücklich und Freunde. Du bist vorübergehend wieder Flotte 4. Und ich habe irgendwie gehört, dass hier jemand bombardiert werden möchte. Habe ich das richtig verstanden? Ach, okay, dann ja. Dann bitteschön, wie ihr wollt. Ihr werdet bombardiert. Die erste Flotte fliegt nach hier. Wie läuft's eigentlich mit dem Spaceport? Mit dem Shipyard? Oh, das. Alter, haben wir viel Money! Warum habe ich so hohe Steuern, wenn wir so viel Geld haben? Auf der Erde ist der Shipyard auch fast fertig. Noch ein paar Trupps bauen. Nein! Hier. Jemand hat Technologie geklaut. Okay, hier wurde... Die machen Landwirtschaft auf dem Planeten. Die erste Flotte ist ja nicht mal ansatzweise... da. Okay. Das wird in 12 Runden fertig. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir endlich ein paar geile Flugzeuge bauen. Und uns werden hier die ganze Zeit Sachen angezeigt von Alien-Rassen, die wir noch gar nicht kennen. Zwei Rassen kennen wir noch nicht. Aber das kommt noch. Das kommt noch, keine Sorge. Wir machen die so fertig gerade, die Typen. Komm, wollt ihr nicht jetzt mal endlich in den Krieg mit denen? Och. Die wollen einfach nicht. Okay, die sind im Krieg mit denen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Halt, ach Kacke. Voll verklickt, aber egal.
Oh, wo will die Taskforce hin? Leggy Leck Leck? Okay. Die Taskforce sollte mal lieber gucken, dass sie auf ihr System hier aufpasst. Hier ist ja gar nichts los in dem System. Oh, Opteris. Scanne. Auf Kohlenstoff basierende organische Lebensformen. Physikalische Adaptionen lassen hochsozialen Evolutionswerk annehmen. Bedrohungslevel niedrig. Opteris grüßt dich. Sehr nett, Opteris. Du willst doch bestimmt auch mit uns handeln. Okay, handel mit uns bitte. Yes, noch ein weiterer auf unserer Seite. Wo leben die denn? Die leben da, okay. Wollt ihr vielleicht Krieg mit den Typen machen? Affirmative, Target acquired. Sehr gut. Die sind jetzt auch im Krieg mit denen. Die sind mit allen im Krieg, die Typen. Ach, das ist so herrlich. Die kriegen so auf die Fresse, die Typen. Okay, wir haben Energiewaffen. Wir haben Energiewaffen. Yes! Und wir sind voll im Minus. Heilige Scheiße, wir sind richtig im Minus. Wir sind immer noch im Minus. Jetzt sind wir fett im Plus, Heilige! Das habe ich nicht so geplant. Los, ich kann es nicht niedriger machen. Oh, mein Spiel hängt gerade ein bisschen wieder. Los. Ich will die Steuern senken. Das Spiel lässt mich nicht die Steuern senken. So, jetzt lässt mich das Spiel hoffentlich die Steuern senken. Ah, nicht so niedrig. Oh mein Gott. Du bist ja am Schild. Hä? Wo haben die denn hier ein Schild? Okay, jetzt ist das Schild kaputt. Wir schießen jetzt zurück. Jetzt feuern sie nicht mehr zurück. Bäm, bäm, ich liebe es einfach, wenn das alles ja. Ah, da war das Schild. Der Typ stand drauf. Wo wir sie niedergemacht werden. Das ging richtig schnell, Leute. Okay. Ah, ne, jetzt müssen wir den kolonisieren. Das machen wir doch, glaube ich mal. Aber dann braucht die vierte Flotte gar nicht. Militärische Analyse menschlicher Flotten lässt kritische Schwäche annehmen. Wahrscheinlichkeit, die Menschen zu als Target, als Ziel zu wählen, steigt. Das heißt, die wollen uns anscheinend angreifen, obwohl wir Verbündete sind. Die werden uns nicht angreifen. Wir haben nicht Aggressionspack. Alles ist gut. Mit allen ist alles gut und alle sind Freunde in der Galaxie. Alles Freundschaft und diese Hösslinge, ich werde sie so vernichten dafür. Die werden vernichtet werden. Die werden vernichtet werden, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Die dritte Flotte geht mal nachladen. Ah ja, ist der Shipyard jetzt endlich fertig? Jo, die Shipyards sind alle fertig. Dann werde ich hier, glaube ich, auch mal. Station. Shipyard. Gerne doch.
Und die erste Flotte, ach, die kommt auch langsam an. Ist ja schön. Kolonisieren wir den auch mal, was soll's. Und er geht direkt mal wieder Dingens jagen. Wo ist eigentlich die Heimatwelt von denen? Ist die hier? Ist sie das? Ist die Heimatwelt? Ach du Scheiße, sind da. Die werden so bombardiert werden. Oh mein Gott. Oh, stell dir das vor, hier schlagen 80 Millionen Raketen ein. Oh, ich freue mich schon so auf den Moment, wenn wir die alle bombardieren. Okay. Ich glaube, das Kolonie. Haben wir schon Kolonierungs... Kolo bla bla... Schiff irgendwo? Was? Die haben wir... Jemand hat mir Geld geklaut. Ich weiß nicht genau... Ach ja, wir haben Energiewaffen. Fällt mir gerade wieder ein. Wir können uns, glaube ich, mal um eine neue Flotte kümmern. Moment. Ich werde mal kurz die vierte Flotte zur fünften Flotte machen. Und dann... Okay, wir haben jetzt nämlich Laser Attack Frigate, oder wie auch immer man Frigate auf Englisch ausspricht. Das wird die Laser Task Force. Und dann haben wir, glaube ich, auch noch hier Flag. Big Hawk. War das Big Hawk? Ich muss einmal kurz gucken, ob das die Big Hawks überhaupt waren. Shipyard. Load. Fighter, Big Hawk, Load. Ja, das waren die Big Hawks. Okay, und jetzt Requestion, Build Now. Das wird Flotte 4, die Laser-Flotte. Okay, hier wird ein Kolonieschiff gebaut. Big Hawk. Warte, welcher Planet war das? Warum bauen die immer noch kleine Transporte? Die haben... Wir haben mittlere Transporte, Leute. Warum baut ihr kleine? Oh! Die letzte Spezies, die wir noch nicht kannten. Die lustigen Pflanzen, die Polyps, genau. Bla bla bla. Ein Song der Freundschaft. Ein Song der Freundschaft. Ich liebe diese Typen. Deswegen gebe ich dem alles, gebe ich denen alles, was ich habe. Joi, we are happy to make this agreement with you. It's trade TBD. Yes, yes, we accept. Ihr baut gefälligst Medium Transporter. Ihr dummen Bubis. Welcher Planet ist denn das hier? Den ich mir gerade angeguckt habe. Louis. Ihr solltet vielleicht mal ein Shipyard bekommen. Der sollte vielleicht an die Spitze kommen, damit es schneller geht, wenn die Schiffe bauen. Okay, bis jetzt sieht alles ganz gut aus, glaube ich. Ich speichere noch einmal, weil immer wenn ich das sage, geht irgendwas schief. Ja, da ist wieder der kleine Speicherleck. Okay. Die
Erste Flotte soll Dinger kaputt machen. Was macht die dritte Flotte? Okay, was gehen wir als nächstes bombardieren? Der Planet sieht ganz gut aus. Ups. Den, tut mir leid, aber ich glaube, den möchte ich haben. Dritte Flotte. Hä? Die wollen mich gerade alle ausrauben, als ob ich das nicht merken würde, dass ich ausgeraubt werde. Fünfte Flotte fliegt mal nach da. Die erste Flotte fliegt nach da. Gleich müssen wir mal irgendeinen hier das alles zerstören lassen. Wir bräuchten mal so eine schnelle Eingreifflotte. Huch, wir werden angegriffen. Okay. Wie geht's euch, Leute? Die sind sauer auf uns, glaube ich. Alter, überall ist Friede, Freude, Eierkuchen. Nur die müssen mal wieder Stress machen. Das ist irgendwie immer so. Okay, ich habe vielleicht angefangen und vielleicht auch nicht aufgehört, als ich sogar schon Frieden mit denen hatte. Und dann habe ich noch weiter draufgeballert, aber... ich sehe das nicht so dramatisch. Die haben noch 4 Sternsysteme. Die werde ich jetzt einfach mal schön wegbombardieren, glaube ich. Weil ich gar keinen Bock mehr auf die habe. Soll ich die mal jetzt einfach auslöschen? Einfach ganz dreist. Euer Schutzschild wird euch nicht lange helfen. Sag ich ja. Ich liebe die Bombardierung einfach so. Okay. Der wurde kolonisiert. Und der wird, glaube ich, mal auch ein Core. Wie soll es auch sonst sein? Nee, eigentlich wollte ich mir den Planeten hier angucken. Oh, die Population geht extrem zurück. Oh, alle sind tot. Jetzt kommt endlich mal die fünfte Flotte zum Einsatz. Die fünfte Flotte erobert den Planeten jetzt für uns. Yeehaw! It is now unser Planet. Sehr gut. Bald werden die Kreuzer fertig. Ich kann ja schon mal gucken, was ich jetzt erforschen möchte. Xenofarming mache ich, glaube ich, mal. Und Scientific Foundation. So, das sollte erstmal die Leute ein bisschen beschäftigen. Was kann das? Mutterschiffe. Ich glaube, das mache ich immer. Das hört sich interessant an. Das ist jetzt mein Planet, der Typ, ne? Der Typ, der Planet. Ist jetzt mein Planet. Sehr gut. Dann rücken wir direkt mal weiter vor. Hier kriegt heute jeder was.
wollen ja keinen ausschließen. Was macht denn der Typ da? Von der dritten Flotte. Der gammelt einfach nur rum. Oh, scheiße, der ist vollkommen hinüber. Der geht, glaube ich, doch lieber mal sich reparieren lassen. Das Sternsystem heißt Death. Sehr gut. Sehr charmant. Der Typ startet mal wieder. Und wird dann wieder zur fünften Flotte. Die einen Reaper als Symbol hat. Aus Mass Effect, WTF. Jedenfalls sieht's aus. Die bauen alle noch ihre Shipyards. Und dann, da ist wieder ein kleiner Leck. Wie viel Population der hat. Der hat die Erde, natürlich. Der die Erde. Ob die noch irgendwelche letzten Wünsche haben, die Typen? Die sollten lieber mal aufgeben. Die haben noch zwei Sternsysteme übrig. Was war das für ein Geräusch? Die wollen also unsere Schätze rauben. Ich hau jetzt... Oh, wir sind etwas im Minus. 20, Alter. Jetzt erhöhe ich die Steuern und dann sind wir wieder auf einmal im Plus und dann so 20 im Plus. Ey, warum werden wir attackiert? Warum wird die dritte Flotte attackiert? Was macht der Typ da? Der kämpft gegen... Der kämpft... Der schießt den Subs. Sehr gut. Finde ich gut. Oh yeah, wir haben... Kreuzer. Wir haben dicke, fette Kreuzer. Mist, die sind davon gekommen, weil wir keine Muni mehr hatten. Also die dritte Flotte hatte keine Muni mehr. Nachladen und direkt wiederkommen. Oh nein, die schicken Troop-Shuttle. Oder sowas ähnliches. Die fünfte Flotte kommt schon mal hierher. Das bringt nichts, wenn du jetzt noch mehr Leute da unten... Der setzt jetzt noch fünf Leute da unten hin. Die werden eh gleich wegbombardiert. Die dritte Flotte soll sich ein bisschen beeilen. Ich möchte die wegbombardieren. Ich mache mal ein paar Subraumprojektoren kaputt. Hm? Sind die Feinde? Nö. Halte das Kolonisierungsschiff auf. Los, halte es auf. Hier wird nichts kolonisiert. Mach das kaputt. Los. Okay, und jetzt mach den Subraumprojektor kaputt. Macht weiter Sachen kaputt. Randaliert einfach ein bisschen. Hä? Wo wollt ihr jetzt hin? Müsst ihr alle nachladen? Ne, müsst ihr nicht. Wo wollt ihr hin, bitteschön? Ihr verteidigt gefälligst den Planeten. Ich muss warten, bis ich wieder ein bisschen Geld kriege. Schön immer die Subraumprojektoren von denen kaputt machen. So lobe ich mir das. Nein, die bauen neue. Das ist so eine Frechheit, ist das. Das ist so eine Frechheit. Die bauen jetzt hier... Das ist doch echt nicht mehr feierlich. Hey, was macht ihr denn da? Das ist ja wohl mein Planet. Kämpfen die gegen irgendeinen? Wo ist die dritte Flotte? Wie lange brauchen die, bitteschön?
der da oben kriegt nichts mehr hin, weil er total im Arsch ist. Scheiß drauf, ey. Ich möchte ihn nicht mehr haben. Den muster ich jetzt aus. Der normale Bomber ist eh scheiße. Die schweren Bomber sind viel besser. Okay, der macht jetzt Selbstzerstörung. Das müssen wir sehen. Los, Selbstzerstörung. Oh, das hat gut geklappt. Okay, er hat sich selbst zerstört. Wir haben es zwar nicht gesehen, aber wir haben es gehört. Er hat keine Selbstzerstörung gemacht. Noch nicht jedenfalls. Scrapping Ship? Der soll jetzt Selbstzerstörung machen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Der möchte nicht. Hier und er macht schön weiter, das wisst ihr, ne? Kann der sich jetzt mal kaputt machen? Hey, wo ist er jetzt? Bomber, wo ist der Bomber? Keine Ahnung, warum macht er sich nicht einfach kaputt? Wir kriegen Besuch. Okay, wir haben neue Sachen. Die erste Flotte hat wieder was kaputt gemacht. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Und die dritte Flotte ist endlich fertig. Ja, schickt noch mehr Bodeneinheiten dahin. Das ist sehr weise von euch. Weil ich die ja nicht irgendwie alle bombardieren werde gleich. Oh shit, haben die hier jetzt irgendwie... Ich dachte schon, die hätten da Leute abgesetzt. Erste Flotte, macht kaputt. Alter, wir sind 43 in Plus. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? 43? Heiliger Jesus. Wo bleibt... Och, nee. Können nicht mehr aufhören, mir Sachen zu klauen. Das mache ich jetzt auch mal. Diplomatie. Und jetzt machen wir einen neuen. Der macht mal... Agententraining. Für 30 Runden. Warum kann dieses Schiff nicht abhauen? Das ist so gut wie kaputt. Dann geh dich halt reparieren jetzt endlich. Yeah, eine neue Kolonie. Die Opteris. Nein, meine Freunde wenden sich alle gegeneinander. Was? Wo wurden welche gespottet? Ach so, das ist der eine Typ. Oh, da kommt ein fettes Ding. Ein Laser Assault. Oh, die vierte Flotte ist. Die vierte Flotte kann mal hier ins Riesengebiet geschickt werden. Hier mal lieber, während ich das hier mache. Wir brauchen wieder Subraumprojektoren, die wir schön geschmeidig hier hinbauen werden. Und wir sind im Minus. Nein, das möchte ich nicht. Ja, die dritte Flotte ist gleich wieder da. Jetzt wird bombardiert, ihr Bitches.
Tschum, boom, boom. In welchem System? Achso, der Typ ist auf der Durchreise. Ich will sehen, wie die hier bombardieren. Schön. Oh, euer kleines Pussy-Schild wird nicht lange ausreichen. Das sieht schmerzhaft aus. Ich liebe diese Bomber. Er kann stoppen mit dem Bombardieren. Jetzt schnappen wir uns den Planeten. Yes, okay, der eine Typ hat ein Level bekommen. Ein Level-Up. Unser lustiger kleiner Spion, unser James Bond. So, ein weiterer Planet wurde eingenommen. Was? Der macht sein Schiff kaputt. Ist er bekloppt? Leute, jetzt sind wir 38 im Plus. Sehr gut. Die erste Flotte macht weiter Sachen kaputt. Ich befehle es. Die zweite Flotte kümmert sich jetzt um diesen Hässlingen. Die bauen immer noch ihren Shipyard, ey. Ich lasse die kleinen, die mittleren Frachter jetzt an der Erde bauen. Auf der Erde bauen. Die haben nämlich gerade nichts zu tun auf der Erde. Bam, 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 bam. Und das bringt uns wieder schön in den Minusbereich. Einfach immer die Steuern anpassen, dann wird das schon. Oh. Was soll denn das jetzt? Ich speichere noch einmal. Es läuft nämlich gerade erstaunlich gut. Ganz ehrlich, es läuft ziemlich gut. Wir gewinnen den Krieg gegen die hässlichen Tentakelköppe. Okay, wir haben den Planeten eingenommen. Moment. Ich möchte aber meine Leute wieder haben. Ich möchte meine fünfte Flotte, die aus einem Typen besteht, wieder haben. Die Eingreiftruppe. Okay, die dritte Flotte macht sich auf den Weg. Neue Bomben zu holen. Oh, die vierte Flotte kommt an. Hier bräuchte